Hey und willkommen zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meiner Snowy Lodge. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Endlich geht's auch hier weiter, ne? Nach der Pause hier im Januar. Und wir gucken uns das nochmal an. Ja, ich muss mir das selber nochmal ein bisschen angucken. Wo waren wir denn? Hier haben wir die Schlittschuhbahn. Ist natürlich ein großes Grundstück hier in Mount Komorebi. Das ist die Welt aus dem Snowy Escape, also ab in Schneeparadies bei uns Erweiterungspack. Und ja, da haben wir eine kleine Grillstelle mit Decken. Ich nutze hier ein bisschen CC für die Fenster und so ein paar Objekte von dem Organic Set von Felix, André und Harry. Und das könnt ihr euch runterladen, Link in der Videobeschreibung. Ja, hier ist ein Pool, ein kalter Pool, ein warmer Pool, eine heiße Quelle quasi. Da haben wir dann noch so einen Saunabereich. Da ist ein kleiner Balkon drauf. Da habt ihr auch schon wieder fleißig kommentiert. Alles ist hier innen natürlich noch nicht eingerichtet. Wir haben nur so ein bisschen hier den Flur mal gemacht. Bisschen ausprobiert. Hier Küche und Esszimmer, ne? Hier Wohnzimmer. Hier mal gucken, vielleicht noch ein Schlafzimmer oder irgendwie sowas. Eine Bar wahrscheinlich. Aber die kriegen wir auch ins Wohnzimmer rein. Natürlich brauchen wir noch eine Treppe. Hier geht's hoch. Hier haben wir ein Schlafzimmer. Hier gibt es noch so einen Raum, ein Räumchen. Und dann geht es hier nach außen. Also ist so ein Luxus-Chalet für ein Pärchen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gucken wir mal weiter hier. Ja, aber jetzt erstmal Daumen hoch, denn es geht los. Dankeschön. So, und dann starten wir mal mit euren Kommentaren. Und zwar haben sich mehrere gewünscht, dass ich hier mal ein bisschen Blubber reinmache in den Pool. Das machen wir auf jeden Fall, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ne? So Pool-Blubber, wo ist denn das jetzt wieder drin? Haben sie wieder versteckt hier. Und ein bisschen Effekte, das kann auch nicht schaden. Ich mache das immer gerne am Schluss, weil sonst ist es halt so, ist es halt so blöd, weil das dann immer dann sichtbar ist im Baummodus, diese Platten. Und deswegen machen wir hier so ein bisschen Blubber rein. Das geht auch ein bisschen breiter als diese Kästchen. Da können wir das mal so machen, dass wir hier und da so ein paar hinsetzen. Dann blubbert das hier schön. Ja, da kann man es so lassen. Es fällt fast nicht auf. Wenn man es nicht weiß, dann sieht man es gar nicht. Kann man das noch heller? Guck mal, geht sogar noch mal hier ein bisschen angepasst hier. What? Sehr schön. Da kommt da so ein bisschen Blubber raus im Live-Modus. Dann haben wir natürlich noch die Ideen, dass wir einen Grillplatz machen. Einen Außenbereich mit Grill-Area von Rebecca war das hier. Und das müssen wir auch machen hier, ne? Das machen wir hier oben, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir haben ja unten ja so einen kleinen Grill. Das passt hier natürlich sehr gut. Aber vielleicht können wir nochmal so eine Outdoor-Küche machen. Also so eine Art Außengrillbereich. Ich würde das, glaube ich, oben hin machen. Ich gucke nochmal rum, aber da unten ist eher so Spaß- und Partybereich. Hier brauchen wir aber eigentlich noch eine Bar. Die hole ich, glaube ich, mal zuerst, weil es ist ganz cool, wenn man da so eine Bar noch hat. Und da können wir direkt hier mit Party-Lichterketten machen, so eine bewegliche Bar. Dann ist das so ein bisschen, das ist ja alles hier im Schnee, ne? Das baut man auf und dann wieder ab. Dann finde ich das hier, glaube ich, so ganz gut. Wenn man da dann hier sitzt, kann man an die Bar, hier auch so ein bisschen zentral, ne? Zugreifen, auch nach dem Schlittschuhfahren am besten, nicht vorher. Und dann kann man da auch das Party-Gameplay spielen, das ist natürlich auch wichtig, ja. Kann man überhaupt Partys machen im Urlaub? Weiß ich gar nicht. Das ist ein Mietgrundstück hier. Dann gehen wir mal da hoch und da bauen wir dann die Luxusecke rein, ne? Würde ich mal sagen. Das ist natürlich hier was. Hier, was können wir da nehmen? Eine feste Bar muss es jetzt sein. Ja, das ist so ein bisschen auch wieder Outdoor-mäßig, ist schwierig. Ich glaube, ich würde die mit Stein hier nehmen, die ist ganz cool. Schön Snowy White hier, oder? Da kann man nämlich auch ganz gut die Theken nehmen aus dem, wo ist es hier? Wo ist es? Wo ist die Theke hier? Wo ist sie denn? Ich bin schon wieder blind. Diese tolle Theke, ich finde sie, da ist sie doch hier. Aus Sonnenterrassen-Accessoires. Ganz in weiß, oder würde ich sagen? Das ist sehr, sehr, sehr nice hier. Ja, machen wir das mal hinten hier, ne? So nach hinten. Man spielt ja immer von der Seite jetzt eher. Kann man das mal hier so zustempeln, würde ich sagen. Und dann können wir die ein bisschen nach vorne machen. Oder wir machen das, hier kommt man ja hoch, ne? Erstmal hier Drink abholen. Und dann, hier haben wir Yogamatte, ne? Das ist auch noch was hier, oh je. Die können wir aber woanders hinpflänzeln. Das ist auch hier vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? So Liegestühle wäre, glaube ich, ein bisschen kalt, oder? Mit Decken vielleicht. Aber dass man da so ein bisschen wie so ein Handtuch hat, aber auch dann Yoga machen kann, das wäre doch toll. Oder wir setzen die in die Natur so ein bisschen rein. Da haben wir auch noch so ein Space, wo wir gesagt haben, jeder wollen wir doch noch was machen. Zum Glück schneit es in Sims 4 nicht so, ne, dass die verborgen sind vom Schnee. Aber wir können die nochmal anpassen. Hier machen wir mal ein bisschen was anderes. Hier, guck mal, hier ist so ein Snowy Berg. Hier, das ist doch besser. Hier drehen wir doch nochmal um. Ja, jetzt ist es wieder falsch rum. So rum. Ja, dann ist das auch ganz passend hier. Nur Insider wissen, dass man da Yoga machen kann. Das ist voll das schöne Motiv eigentlich, wusste ich gar nicht. Sehr gut. Okay, dann haben wir da jetzt unsere Outdoor-Küche. Da können wir natürlich das hier so gestalten. Dann machen wir das doch vielleicht ein bisschen mehr Mitte. Jetzt haben wir ja den Platz. Ich bin schon wieder so ewig schnell labern. Hier, da können wir auch die schönen Ecktheken daneben. Oder nehmen wir die runden? Oder welche nehmen wir da, die da? Oder was?
Ich will mal sagen, wir nehmen die abgerundeten hier, oder? Ja, dann setzen wir das noch ein Stück weiter rein. Noch ein Stück weiter rein. Nehmen hier das, den Counterpart. Den Counterpart. Das ist, glaube ich, schon auch der gleiche dann. Dann müssen wir den gleichen nehmen. Hier das Eckding. Ja, kann man ja drehen auch. So, den Counterpart vom Counter. Und hinten muss natürlich nur der Grill hin. Der große Grill kommt jetzt zur Geltung. Da kann man sich hier raussuchen. Das ist Luxus, ne? Wo man heute grillt. Grillen wir unten oder grillen wir oben? Wir können sogar hier nochmal so eine Herdplatte auch machen, ne? Geht ja jetzt auch obendrauf hier, ohne dass man gleich so einen ganzen Herd hier schnappen muss. Wo ist denn der Grill jetzt? Ist der bei außen, ne? Da gibt es nämlich den tollen, luxuriösen hier auch aus so einem Terrassen. Der passt da perfekt dazu, ganz in weiß hier. Können wir den da reinsetzen? Will ich mal hier so mitten reinsetzen? Ja, guck mal an, das geht doch jetzt. Oder dich? Baby.Booth Optics. Hier erstmal an. Ja, genau, zum Feinplatzieren und Verschieben von Objekten. Alle Cheats gibt's auf SimFancy und immer im Blick. Die wichtigsten hier auf dem Cheater-Mauspad. Gibt's im Workshop. Jetzt sind noch nicht ganz symmetrisch. Dann müssen wir nochmal eins hier abnehmen. Und da könnte man jetzt auch diese Endstücke dann hier nehmen. Das wäre vielleicht ganz gut. Hier noch so ein Endstück. Das ist so ein bisschen unterbrochen auch, oder? Ja, ich denke, das ist geil, das ist cool. Jetzt haben wir natürlich dieses hier selber gebaut. Ich würde hier oben das nicht nochmal irgendwie wiederholen. Aber wir können vielleicht die Pagode nehmen. Jetzt gucken wir mal wieder an. Pagode. Nicht Pagode. Oh nee, es steht wieder auf dem Schlauch hier. Was ist das, Pagode? Nicht Pagode. Pagode war diese asiatische Ding. Ich bin schon wieder hier in Mount Komorabi hier. Pergola, danke schön hier, mein Kopf hier. Pergola, die Pergola. Oh, das ist aber auch nicht schlecht hier. Das könnte auch mal sein. Hier wäre das nicht so arg metallisch da oben. Wäre da echt schön, das Dach. Gerade hier bei Schnee, ne? Na gut. Ich wollte die hier nehmen. Ja, oder? Das war immer das perfekte Objekt dafür. Wegen den Pflanzen dachte ich erst noch, ne? Aber das Holz passt auch schon ganz gut. Das müssen wir gar nicht mehr ändern. Da gibt es auch noch ein paar andere. Aber können wir mal gucken. Trotzdem mal gucken hier. Ja, das sind so ein bisschen. Da gibt es auch ein Weiß hier. Können wir auch tun. Aber das Holz ist schon schöner. Schöner, 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 ne? Das da, oder? Das andere gibt's auch noch hier, das da. Hier, das ist der eine schon farblich besser hier, ne? Was ist das noch hier? Ne, das ist dunkel, weiß. Ich würde schon ein bisschen mit Holz, jetzt haben wir die Küche weiß gemacht. Und da passt auch hier ganz, ganz gut da hinten bei den Theken, da ist das so drin. Da hat man da ein bisschen Überdachung, ne? Zumindest gefühlt. Und dann passt das doch ganz gut. Jetzt brauchen wir hier noch Space, erstens mal für die Tür. Ich glaube aber, die große kriegen wir da nicht rein, ne? Kriegen wir die da rein? Also wieder doch, müsste gehen noch. Geht noch. Wir haben ja hier die hohe Wandhöhe, ne? Das ist ein bisschen blöd. Man könnte auch hier dann... Ja gut, man kann das so lassen eigentlich, ne? Da oben guckt da ein bisschen das Holz raus, aber das könnte so gewollt sein. Man könnte auch noch die andere da nehmen oder so. Dann ist das nicht so auch so eine Eingangstür. Finde ich, glaube ich, mal gar nicht so schlecht. Bisschen uriger hier. Aber mit dem Stein drumrum, ne? Schon mit dem Stein drumrum. Wie ist denn das bei mir seit neuestem so, dass das ja alles so nach... Soweit hier nach oben geht hier, das verstehe ich noch nicht so ganz. Das ist mir noch ein Rätsel. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ja, ich denke, die ist okay. Diese anderen Türen, die sind nicht so schön. Das passt schon. Machen wir es so. Hat man da ein bisschen mehr Space, dann müssen wir auch nicht... Ja, wir haben sonst keinen Platz mehr für den Tisch. Wir wollen ja auch noch hier sitzen. Erstmal in der Bar, dann nehmen wir uns die Barhocker von... Ja, da ist wieder, nimmt man solche Dinger draußen? Die sehen halt wieder sehr luxuriös aus, oder? Finde ich so toll. Da ist schon was hier, aber das ist auch nicht schlecht. So mit dem Polster da, das ist so ein bisschen dieses Luxus, da hängt ein bisschen Schnee drauf. Wenn ihr so eine Bar macht, ne? Ja. Kommen die da noch ran, wenn da vier Hocker stehen? Ich glaube schon, ne? Okay, und dann können wir da, oder die da, die ist natürlich auch hier Luxus. Aber wenn man die da... in dem neutralen Ton hier hätte, dann wäre es ja schon mal besser, aber das gibt's nicht, nur Gold. Nicht Gold und Schwarz auch nicht, ja, schade. Schade, hier wieder die Farben. Ja, die anderen sind so ein bisschen... Ja, ich denke, die passen, ne? Das sind so Polster und trotzdem ist es so ein Außending, wo man sagen könnte, okay, das funktioniert ja noch. Man könnte jetzt natürlich auch so eine Lounge-Ecke machen, aber da können die Sims nicht wirklich essen. Beziehungsweise die gehen halt zu einem anderen Tisch. Laufen durchs halbe Grundstück. Aber wir können uns hier so einen Bartisch vielleicht nehmen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann können wir wieder Dings hier nehmen, diese Hocker. Wo ist denn der tolle der hier wie heißt das nochmal? Heft mir mal hier, das Industrieloft-Set.
Danke, lieber Kopf. So, das hier ist toll. Ja, das ist schön mit der Farbe. Dann können wir da das nämlich irgendwie machen. Oder wenn man das Tier hin. Ja, aber da können die essen dann. Das ist so toll hier, ne? Können wir da das machen? Können die da runterklotzen? Das ist auch schön hier, ein bisschen mittig. Können wir das hier so hier bepflanzeln? Ja, 5 brauchen wir eigentlich nicht. Aber reicht auch schon. Ein bisschen weg noch, sonst flaggert es wieder hier. Wir können ja auch noch durchlatschen hier. Die Tür ist ja auch ganz gut hier so, ne? Ist ein bisschen eng hier wegen der Pergola, aber das ist okay. Und da hinten, da muss jetzt irgendwie noch was gemacht werden, weil da haben wir auch ein Problem, weil wir hier jetzt natürlich mit dem Ding hier da schön drin sind und hinten nicht, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da müssen wir mal drüber stellen oder so. Man kann das nicht so rüberbauen, aber man kann auch mit einer Halbwand, falls ihr mal auch so ein Problem habt, die geht nämlich. Zäune kann man nicht, wenn man dann Zaun zieht, dann verschwindet der. Aber Halbwände gehen, also immerhin. Da kann man da ein bisschen hier tricksen da. Und dann sieht das ganz gut aus, glaube ich. Ne? Zumindest mal ist es jetzt geschlossen. Okay, dann holen wir uns da. Da muss irgendwie noch mal was. Was hat man denn noch draußen in der Grill Area so als Objekt? Oder wir machen so ein Hobby hin. So ein Mal-Ding oder irgendwas. So ein Staffelei hier, danke. Weil heute ist mein Kopf wieder komisch, ne? So, der Aquarium, das gefriert ja hier ein, du. Auch ein Wärmeaquarium hier. Oh, für außen. Gibt's sowas? Gibt's Aquarien für draußen? Die müssen ja echt heftig heizen, dann machen wir, glaube ich, nicht. Ja, da ist so das Ding. Da ist auch schon mal hier was unterwegs. Aber das ist alles nicht das, was ich will. Aber ich bin gerade am Überlegen, wir haben auch noch die Blubber Lounge. Das wäre noch was gewesen. Aber ich weiß nicht, ob die da reinpasst, ne? Die ist so ein bisschen irgendwie in wärmeren Gefilden unterwegs. Oder den weckt das Lama nicht. Das nimmt man zu selten, diesen Tisch. Weckt das Lama nicht. Weil das ist so ein Spiel, was wirklich, wirklich witzig ist. Wirklich mal. Also das ist so gaggig irgendwie. Die Sims, die ist da so ein bisschen. Und das spielt man viel zu selten irgendwie. Ich würde da nochmal so einen Holztisch hinstellen. Kann man weg das Lama nicht spielen. Wo ist denn das jetzt wieder? Holzstühle. Die da mit dem Deckel so die, aber mit dem Fell drauf. Wo ist das? Die da. Kann man die da hinstellen oder sind das Lounge? Nein, die geht nicht. Die wieder nur Esszimmerstühle. Oh, scheiße. Ja, die müssen wir dann da unten hinpacken. Oh, ist das klein. Das sieht voll klein aus hier. Was ist denn das? Müssen wir hier nochmal diese Holzstühle da hinpacken. Ne? Mit dem schönen Holz hier auch. Das mag ich nicht so. Das ist nur schwarz. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, wir nehmen das. Mit dem Holz wieder, ne? Lauschi-Sitzgelegenheit hier vor dem Pool. Können wir noch ein bisschen dekorieren. Das war es noch nicht da, ne? Dann müssen wir hier in die Esszimmerstühle rein, leider, ja. Die Ding. Da nehmen wir solche urigen Holzstühle, würde ich mal sagen. Die sind jetzt nicht extrem urig, aber vom Ding her ist das doch, glaube ich. Oder mit ein bisschen Polster vielleicht die da. Ein bisschen Polsterstühle. Das ist so ein cooles Spiel, deswegen, oder das hier ist ein bisschen noch. Die sehen aus, wie wenn die schon, bevor die hier renoviert haben zu Luxus, schon da gewesen wären irgendwie. Was gibt's denn da noch? Oh, da gibt es ja auch noch hier. Die da haben wir ja aus dem CC-Dings hier, ne? Also denn. Das ist so ein cooles Spiel. Ich mache das sogar, glaube ich, mit 4. Passt das noch irgendwie? Jetzt können wir auch die Theke da entfernen, ne? Ja, so ist gut. Weckt das Lama nicht. Das ist geil. Das ist geil. Ja, ist ein bisschen blöd mit der Farbe von dem Ding. Wir gucken mal. Weg das Lama. Ich finde da nicht hier wieder. Aktivität das. Da muss doch hier. Gibt es, glaube ich, auch mit Stühlen sogar. Das ist, glaube ich, auch schon ein Lama. Hier gibt es mit Kinderding. Kann man das, glaube ich, aber nehmen, ne? Spieltisch weg das Lama nicht. Aber da gibt es auch mit Holzding. Da ist es doch. Da ist es doch. Hier, da ist es doch. Weg das Lama nicht. Hier ist er. Dann macht er das jetzt ins Inventar. Das ist so cool mit Stäbchen rausziehen. Die Sims-Gesichter, die Faces, die sind echt sweetie. Sweetie. Das Holz passt halt so gar nichts jetzt, aber ist okay. Tisch auf ein Spiel. Was ist denn das wieder? Klassischer Spieltisch. Aber wie findet man, wenn man wegsucht, das Ding nicht?
Wahrscheinlich muss man klassischer eingeben, sonst findet man nicht. Ne? Zwischenworte kann er irgendwie nie finden. Ja gut. Okay, jetzt brauchen wir noch Beleuchtung. Das ist natürlich auch wichtig. Jetzt gucke ich mal, ob wir da solche, die sind ganz schön, ne? Solche schönen Lampen. Oh, die haben sie auch vergessen, die Schneetextur schön zu machen. Da haben sie wieder gepfuscht hier, würde ich mal sagen, ja, oder was? Die sind alle so komisch im Schnee, die Deckenlampen. Boah, hat sich keine Mühe gegeben, die sind einfach weiß. Okay, ja gut, okay. Ja, das ist schade ein bisschen. Also das ist wirklich schade, weil das ist nicht so schön. Ne? Also so arg weiß ist, auch wenn es eisig ist, nichts. Ich fast schon die da nehmen, weil man da wenigstens noch ein bisschen was zieht. Oder so Eiskristall-Style-mäßig. Das ist auch cool, weil das ist so ein bisschen, die machen so ein bisschen, die haben so ein anderes Licht irgendwie, sind so ein bisschen lila oder irgendwas. Die können wir da reinhängen. Machen wir die so über die Bar. Sieht so ein bisschen aus wie so Schneekristalle oder so ein bisschen, ja? Ne? Ist auch was Besonderes. Und da an die Wand machen wir dann so ein paar Wandlamps. Ein paar Wandlampen hin, so für die Wärme hier, ein bisschen Wärme. Können wir hier vielleicht auch nochmal ein bisschen Wärme. Komm, level up hier. Level up. So, ja, so. Sehr gut. Wo bist du jetzt? Verschwindet, wieso wird das unsichtbar hier? Rutscht das hier irgendwie runter oder was? Das rutscht ja an die Wand. Ja, rutscht mir noch den Buckel runter hier, was ist das denn? Ist er hier nicht normal? Wo ist denn das jetzt? Ne, das will nicht so, ne? Okay, dann gibt es halt keine Lampe. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Da im Eck ist ja auch genug. Man könnte es hier noch probieren, hier mal. Man da wenigstens noch mal eine hat, hinten am Grill. Da ist so, ne? Ja. Der Haken hier ist immer noch. So ist gut, ne? Sind ja auch in der richtigen Höhe. So ungefähr, passt gut. Ja, die sind schön, ne? So schöne Kerzenlampen. Gibt es ja noch mehr. Hier haben wir noch so was. Ein bisschen schwierig. Wenn du hier ein bisschen zu weit dann fliegt das ganze Zeug hier runter, die Böschung. Ist auch schon mal hier schon was ganz Tolles. Hier. Das sieht dann wieder so aus, wie wenn es so eine Dingsbar wäre, ne? So eine, wo jeder kommen kann. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Natürlich auch nicht so schlecht. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch an schönen Lampen, die man sonst nie verwendet? Guck mal, das ist auch toll. Sollen wir das noch so ein bisschen als Rückwand oder machen? Da kommt so ein bisschen der Luxuscharakter noch zur Geltung, ne? Da ist schon was Feines hier. Da kann man da hinten nochmal liegen. Mal das hier, das ist so Schneekristall-Style-mäßig. Das finde ich geil. Das ist gut. Das kann man so auf jeden Fall ja als Rückwand hier mal nehmen. Wenn das nicht schon wieder so blöd rutschen würde, ja, da rutscht mir doch dann erstmal. Ist doch ein Scheiß. Ist das denn hier? Da gibt es aber auch einen Trick. Müssen gucken, wie das aussieht. Man kann eine Wand ziehen und das dann an der Wand platzieren, so wie es sein sollte. Das Leben, wie es sein sollte. Und dann kann man die Wand wieder entfernen und dann ist das da. Das ist eigentlich ein Wandobjekt. Eigentlich müsste man die Wand nicht mal entfernen. Weil von hinten guckt ja eh kein Sim, ne? Weil geht sogar auf, heute haben wir Glück. Chakalaga hier. Ja, man hat da noch genug Platz, um rechts und links vorbeizugucken, oder nicht? Oder nicht, oder wie, oder was? Das ist ein bisschen eng wegen dem Grill, da müssen wir ein bisschen vorziehen. Dann ziehen wir alles ein bisschen weiter vor hier, ne? Sonst stellen die da was ab und dann ist das hier im Licht verschwunden hier. Vom Winde verweht, vom Licht verschluckt. Machen wir so, wa? Da ist er was hier, das ist mal ein Luxusding. So, und da können wir jetzt so. Das hat schon wieder entfernt hier. Da können wir jetzt Flaschen. Flaschen? Nee. Die da sind gut. Die muss ich aber erst noch freischalten. Baby.Punkt. Ignore Gameplay Unlocks Entitlement. Nicht verschreiben, sonst müsst ihr das wieder neu eingeben. Mal hier neu suchen. Jetzt ist es freigeschaltet. Dann machen wir mit Gold, oder? Die anderen sind so ein bisschen komisch irgendwie, oder? Das Braun da ist auch schön. Aber das Rot, weiß nicht, ob das so gut ist. Das Weißgold, das ist Luxus hier. Dann können wir das nämlich hier so machen. Hat das nämlich gleich nochmal eine Funktion auch, diese Wand. Mal so. Oder machen wir das hier so in die Mitte. Ah,
1, 2, 3. Hier, 1, 2 oder 3. Ist das jetzt hier? Nee, ne, noch so eins hoch. Okay. Also Flaschenregal. Flaschelsregal. Oh, das ist nicht so sauber hier platziert von Daniel. Da muss er nochmal ran hier, ne? Das ist nicht so easy beasy hier, was er da macht. Nicht so easy beasy. So, ne? Ja, jetzt hier. Sehr gut. Und da machen wir dann noch ein Spülbecken rein. Das ist auch mal ganz praktisch. Esszimmer. Gibt es auch noch was? Gibt es noch hier so ein paar Kissen? Da kann man da hinstellen. Da. So. Das ist auch schön. Das ist ein schönes kleines Ding. Genau, wieso nicht? Auch nicht das Ganze hier ein bisschen an die Seite, sonst könnt ihr hier keine Chips essen, die Sims. Genau, ich wollte ja noch so ein Handtuch oder Besteck oder irgendwie sowas hier, auch noch so ein Kissenkorb. Wenn man wieder Licht an, hier ist er wieder. Ja. So ein Kissenkorb hier, wer möchte eine Decke haben? Kann man auch hier so hinstellen an den Rand, oder? So, dann machen wir auch noch einen schönen Korb draus hier, dann wird nicht so dunkel dann. Also so Katzenkissen, das gefällt mir nicht so arg. In der Verbindung nehmen wir den einfach schlicht. Auch schon eingeschneit. Ja, das ist ganz schön. Das kann man auf jeden Fall nehmen mal. Passt auch gut. Wieder mit Schwarz, das will ich eigentlich nicht. Ja. Ich hätte eigentlich jetzt eigentlich gern weiß gehabt. Aber wenn wir da jetzt Schwarz und Gold haben, wie bei den Flaschen, dann machen wir das auch so. Dann können wir das nämlich hier hin pflanzen. Oder? Oder da? Wo ist denn unsere Spüle? Wir haben gar keinen Platz für eine Spüle hier. Wir müssen das hier hin pflanzen. Mal auch ein bisschen kleiner, sieht so riesig aus. So, wir können das eigentlich auch verstecken hier hin. Ja, dann versteckt sich auch das Geschirrtuch. So, machen wir das mal. Dann kommst du dann nämlich darüber. Und hier kommt dann das Spülbecken da noch ran. Spülbecken. Nehmen wir hier, was nehmen wir? Was nehmen wir? Ja, sowas, ne? Oder sowas Stabileres hier. Otto-Küche-Spül-Dings. Ja, am Rand ist wieder shitty hier, ne? Na gut, dann, ich glaube, ich mach das doch weg. Ich glaube, ich mach das Outdoor-Ding doch hier weg. Ja, sonst ist es auch so arg da über den Dingern da. Mal das mal so. Okay. Pflanzels. Brauchst du ein paar Bäumchen. Welche Bäumchen passen denn da raus? Palmen nicht heute mal. Heute mal keine, aber sowas, aber das ist auch wieder sehr. Ja, das ist ja voll weiß hier, ne? So sind die schöner irgendwie, ne? So müssten die das eigentlich machen. Aber da haben sie wieder sich Zeit gespart. Wenn man es um das Dach hier zieht, dann wird es wieder ganz grün, ne? Ja. Oh je, liebe EntwicklerInnen hier. Oi. Ich hätte noch gerne ein bisschen Pflanzels. Hier ist so ein gefrorener Apfelbaum. Das wäre es noch gewesen jetzt, ne? Da ist noch was hier. Das sieht irgendwie ganz geil aus. Ja, ich mach mal, glaube ich, hier die Tische weg. Sonst ist das so. Die Stühle weg. Ja, musst du ein bisschen was noch. Die haben das halt ein bisschen zu lang draußen stehen lassen. Hier noch so ein Roseline hier hin. Kann man, wenn man mal Gäste hat zwischendrin in dem Luxusurlaub, dann die ein bisschen bekochen, sag ich mal. Okay, was brauchen wir noch hier? Warm ist es, trinken hat man, essen hat man, Spaß hat man. Lichterketters wäre natürlich auch noch was. Haben wir unten auch welche, aber die sind auch nicht so schlecht. Die sind nicht so schön wie die anderen, ja. Aber die sind auch noch gut. Besser so als nix. Besser das als gar nichts. Hier mal hier ein bisschen versetzt auch. Dann sieht das ein Stück freier aus. Ja, dann ist das so ein bisschen so. Jetzt können wir nochmal bei Nacht. Ja, das ist gut. Die leuchten aber noch gar nicht. Jetzt sind wir nochmal ran. Und ja, das passt auch. Passt auch gut hier, oder nicht? Wow. Man kann auch unten, wenn man in der Sauna war, dann schön gleich hoch und dann nochmal hier ein bisschen Kälte sammeln,
bevor es dann wieder weitergeht hier. Ist gar nicht so weit weg. Das wäre auch noch schön mit so Beleuchtung, ne? Das ist auch was. Schade eigentlich, man kann nicht alles haben. Aber vielleicht können wir die noch woanders nehmen. Die gibt es, glaube ich, auch in heller, ne? Die ist auch in weiß, ne? Mit blau. Das Blau ist ganz gut. Oder mit ganz weiß. Ist auch ganz schön. Ist auch so ein Luxusding. Das könnte man so als Raumtrenner oder in der Sauna so als indirektes Licht oder irgendwie so als Handtuchhalter oder was auch immer nehmen. Das nehme ich schon mal mit rein hier. Das ist auf jeden Fall. Er hat schon so eine Leuchtewand hier. Okidoki. Okidoki, ja, jetzt wird es hier langsam, aber wow. Ich weiß schon, welches Zimmer ich nehme. Das hier oben, auch wenn es klein ist. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Wir machen mal ein bisschen Treppen hier wieder. Da haben wir schon mal, aber das ist echt schwierig. Überlegt, wie wir das machen. Das macht das Spiel nicht so gern, wenn ich dann wieder alles entferne. Also ich hätte das gern irgendwo hier so, ne? Das muss irgendwie nach hinten und dass man da dann das Zimmer hier zuzieht. Man kann die Treppen leider nicht schräg machen. Man kann die nur gerade machen. Oder wir machen dir das Treppenhaus. Das wäre natürlich auch noch gut. Weil dann hätte man hier ist eh so ein Schlauchzimmer. Da kann man nicht viel machen. Dann machen wir hier so das Treppenhaus. Ja, dann würde ich mal gucken, wie sieht das unten aus. Das ist ganz okay. Und dann kann man hier nämlich zumachen. Und hier auch. Ne, da können wir dann machen wir dahinter zu. Wäre das so. Und dann geht es nämlich hier den Flur entlang. So. Ja, dann kommt man nämlich hier rein. Hier ist das Treppending. Hier kommt man durch. Hier kommt eine Tür rein. Und da hinten ist vielleicht dann nochmal ein WC oder so. Hinter der Treppe ist immer ein guter Platz. Ne? So, wir machen da einfach ein Bad rein. Ein großes Bad. Kein WC. Also ein richtiges Bad hier. Und hier hat man dann das Wohnzimmer mit Kamin. Ne? Hier hinten natürlich. Hier ist so der Eingangsbereich. Da können wir auch einen schönen großen Tisch hinstellen oder so. Nochmal gucken. Und dann kommt man hier hoch. Könnte man eigentlich auch eine Zweier-Treppe draus machen, ne? Wir brauchen ja hier den Platz nicht. Dann sieht das gleich nochmal luxuriöser aus, wenn da eine schöne breite Treppe ist. Na guck, jetzt geht's hier rein und hier kann man den Flur entlang und kommt dann... Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Man könnte auch dann noch ein bisschen zurück. Könnte man hier direkt rein, hätten wir nochmal ein Zimmer in die Richtung. Da wäre schon gut, weil mehr Platz braucht man da auch gar nicht. Man will ja immer ein bisschen ein paar mehr Gästen hier auch unterwegs sein, ne? Habe ich da schon eine Wand gezogen. Das ist natürlich ungünstig in dem Fall. Da müsste man dann zwei Kästchen weiter rüber setzen. Hierhin quasi. Oh, da kommen wir wieder in die Ecken da. So. Dann kann man das... Untere Teil der Treppe findet sich nicht auf dem Grundstück. Ja, das glaube ich aber kaum, du. So geht doch. Das ist nämlich so. Da kann man hier nämlich noch rein. Das hole ich mir mal die Tür an, weil ich weiß noch nicht, ob das so... Hinhaut. Hier ist eine Tür, da ist eine Tür. Und dann hat man... Genau. Da wäre hier das Bad auch. Oder ich wollte eigentlich das Bad wollte ich offen machen. Mit so einer Plattform, dass es im Zimmer mit drin ist gleich. Ist ja alles privat. Ja, würde ich glaube ich mal so probieren. Dann müssen wir aber die Ecke nochmal hier kaschieren. Dann müssen wir natürlich erst so dann sein. So. Ne? Ist ja sehr düster, ich weiß. Und... Ja, wir gucken mal, ob wir die Zimmer so aufteilen oder noch was anderes machen oder was oder wie. Ja, weil durch das Bad durchlaufen kann man auch nicht. Ist eigentlich so ein Durchgangszimmer, ne? Ist eigentlich doof. Was könnte man denn da noch machen? Kino oder irgendwas? Heimkino? Länglicher Raum? können wir gucken. Da können wir gucken hier. Ja. Ja, aber da jibdidu. Okay, und dann haben wir hier die Küche. Cucina. Dann machen wir, also hier ist Wellnessbereich, ne? Da machen wir Duschen rein und so ein paar Sessel hier vor das Fenster, so ein Indoor-Wintergarten-mäßig, ne? Das ist so dieser Entspannungsbereich hier irgendwie, so dieser Wellness-Entspannungsbereich. Und da machen wir die Küche und das Wohnzimmer. Und hier ist das EG-Bad und OG-Bad, gucken wir. Esszimmer schön groß, Küche hinten schön rein, hier in die Nische, ne? Küche, Esstisch hier, da kommen auch gleich raus, kann ich noch ein bisschen grillen und so, ein bisschen gucken beim Lagerfeuer. Und Wohnzimmer, dann hier machen wir das so. Und das bauen wir dann so, ich zeige es euch mal, könnt ihr mal kommentieren bis nächstes Mal. Wir machen das so Säulen überall rein. Ne? Und dann so ein Durchbruch, das finde ich voll gut. So ein Durchbruch und dann können wir auch noch mit Spandrillen oder so, dass das dann oben nochmal so ein... Ne? Ist das so halb offen? Halb offen, halb geschlossen. Okay, hier müssen wir auch nochmal ran.
Entferne ich am besten immer entfernen. Wenn man umbaut, nochmal hier entfernen, dann kann man nochmal neu hier rein. Ja, das ist besser. Das wäre es natürlich gut, wenn man da. Und dann kommt hier die Wand, ne? Wäre es hier ganz gut. Was ist denn das für eine Kackecke hier? Wer denn das sich ausgedacht? Das ist der Daniel hier. Der Junge, da ist halt hier der Flügel hinten, ne? Da ist halt hier das Flügel. Ja, ein Tod muss man sterben. Dann machen wir das mal so. Dann ist hier unser WC hinten schön versteckt. Versteckt. Könnte das auch so machen. Das ist, glaube ich, besser. Ja. Dann ist es so. Müssen wir hier dann so machen. So. Und da kommt man dann rein. Das ist dann der Wellnessbereich, ne? Hinten ist das Erdgeschossbad. Da können wir auch nochmal eine Badewanne und so oder so rein. Sims sind ja auch, da ist ja auch so ein bisschen die. Ja, auch hier, wenn man da schon duschen hat, dann machen wir doch hier nur ein Luxus-WC rein oder so. Und da dann die Küche und Esszimmer, Wohnzimmer, Wellnessbereich. Brauchst nicht viel, um glücklich zu sein, wenn du allein in Urlaub gehst. Okay, und dann, oder als Pärchen, ne? Ohne Kinder, ohne nix. Da könnte man noch ein zweites, da könnte man ein Kinderzimmer oder so reinpflänzeln. Natürlich echt die Frage, aber wenn man dann noch das Bad rausgeht zur Partyterrasse, ist auch komisch. Aber was willst du da sonst? Ist immer ein Durchgangszimmer, ne? Ne, ist immer ein Durchgangszimmer. Ich sag mal, wir da irgendwas Cooles noch rein. Aber hat auch keine Fenster wirklich hier, ne? So unterm Dach, da ist ja echt ein blödes Räumchen da oben, muss man schon sagen. Das ist nicht so easy. Habt ihr bestimmt noch Ideen, oder? Komm mal hier. Und Bad kann man, wie gesagt, auf so Plattformen oder so setzen. Das ist ganz schön, wenn man so ein Bad hat, das im Schlafzimmer drin ist. So richtig Luxus. Ach, das am besten macht man das ja so, dass man das vielleicht sogar mit einer Schräge macht. Dass man das wie so eine Stufe nach oben hat. Ich werde das mal hier eins nach oben. Ich die Wand wieder weg. Ah, nee, da kommt das Dach rein. Oh nein, das haben wir natürlich nicht beachtet. Ja, das ist blöd jetzt, dieses Scheiß. Dieses Scheiß wieder. Da ist kein gescheiter Raum mehr. Ja, das ist auch wieder blöd. Ich starte jetzt hier sogar. Muss man doch, glaube ich. Wenn ich jetzt hier eine Plattform ziehe, macht er dann auch das, wenn ich die innen ziehe? Ja, tatsächlich. Das war ja ein blödes Spiel. Ja, wer könnte man das hier haben? Aber das gleiche Dach, ne? Das ist auch ein Dach. Und auch hier rein. Kann man auch nicht großartig noch verkleinern hier, das Dach. Ja, außer man macht das Bad in die Mitte rein. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ist this denn the possibility? Ja, da kann doch nicht wahr sein. Jetzt kriegen wir da nicht mal mehr ein Ding rein. Na gut. Gibt Schlimmeres. Wir haben ja eh die niedrigste Deckenhöhe. Es ist schwierig mit einer Plattform, merke ich gerade, aber. Ja, oder man macht das Bad. Muss schon Bad rein. Aber wir haben eigentlich genug Platz hier drin, Mensch. Gibt's doch nicht. Ich muss eigentlich hinten rein. Wenn man hier zum Zimmer reinkommt, das Bad ist ja nicht direkt hinter der Zimmertür. Das, er hätte das Bett schon gern zentral gehabt, ne? Das ist viel zu groß. Dann das so, dann machen wir das Bad hier rein. Dann das Bad, machen wir das mal so. Und hier dein Kleiderschrank, oder? Hier ist so ein Kleiderschrank. Kleiderschrank. Ja, dann kann das Bett nämlich wieder hier so in die Mitte. Muss es ja auch nicht zumachen, man kann es ja auch offen lassen, ne? Nur wieder mit den Stützbalken da was arbeitet. Ist, glaube ich, ganz schön. Oder mit den Fenstern. Ja, ist ja hier ein Privatbad, da kommt ja sonst keiner vorbei. Ich wollte eigentlich die Säulen jetzt haben. Dankeschön. Ja, das war hier dann das Bad, eine Tür natürlich in der Mitte. Abgedunkelte Scheiben und hier das Kinderzimmer oder Gästezimmer und das kriegt dann ein etwas kleineres Bad hinten halt rein, aber reicht auch hier. Ja gut, das kriegen wir hin, oder nicht? Was sagt ihr? Bitte mal schreiben, wie ihr das findet. Bis zum nächsten Mal, dann richten wir weiter ein. Daumen nach oben nicht vergessen, vielen lieben Dank und guckt mal in die Playlist rein. Alle Infos auch zum Grundstück, wie ihr das bekommen könnt, in der Videobeschreibung, auch wie ihr den CC runterladet. Heute haben wir das hier eingerichtet, dekoriert. Auch dazu gerne Feedback, vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal zu Snowy Lodge oder jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Euer Daniel, ciao.